Hallo auch nochmal von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank für die Organisation und die Einladung dieser Session. Ich finde es von der Zusammensetzung her super passend und interessant. Werde ich im Laufe meines Vortrags hier auch nochmal drauf eingehen. Ich will Ihnen im Grunde genommen kurz mal was dazu sagen in meinem Vortrag hier, warum die Einführung von diesen integrierten Forschungsinformationssystemen, die jetzt an so vielen Einrichtungen auch in Deutschland ansteht, warum die auf der einen Seite so absolut notwendig und gut ist und auf der anderen Seite die Welt so viel komplizierter macht. Ja? Dazu möchte ich Ihnen eine Überlegung sagen hier. Das sind steile Thesen, können wir gerne diskutieren, so ist es gedacht. Und ich will dann natürlich auch speziell was dazu sagen, was die Probleme sind von integrierten Forschungsinformationssystemen, die vielleicht mit Hilfe eines neuen Ansatzes, den wir in Hannover verfolgen, mit VIVO, sich vielleicht lösen lassen oder ja, wo wir einen Beitrag dazu machen können. Ja. Ich versuche das auch knapp zu halten, dass wir wirklich noch einen relevanten Fragen- und Antwortteil danach haben. Ach so, oh, danke schön, ja, das ist nett. So können es alle sehen. TIB Hannover, ja, genau. So, also ich denke, dass es so ein ganz grundsätzliches Dilemma gibt, ja, was komplizierter geworden ist, was die Situation des bibliografischen Nachweises von Publikationen überhaupt angeht. Ja. Wir haben 40 Jahre oder so ähnlich, also wir alle sind in dieser Welt sozialisiert worden, eine Situation gehabt, wo wir eine von vier Sachen, auf die ich gleich kommen will, auf jeden Fall hatten, nämlich wir hatten Datenbanken, bibliografische Datenbanken, in denen ein oder mehrere Fächer vom Anspruch her nahezu lückenlos abgebildet worden sind. Ja? Also ich denke dabei an solche Dinge wie zum Beispiel Web of Science oder so. Da musste man sowieso nachgucken, weil man angeblich dort erfahren hat, was die Qualität der Publikation ist anhand des Impact-Faktors und so. Sie wissen das. Und es gab für manche Fächer spezielle Bibliografien und so weiter. Dann, jetzt muss ich mal hin und her gehen oder hier bleiben. Kommt jetzt etwas Neues, nämlich ich habe auf einmal Systeme, die sagen, ich kann dir umfassend sagen, welche Publikationen aus der Institution Y kommen. Ja? Und damit meine ich insbesondere diese Welle der integrierten Forschungsinformationssysteme. Ja? Sie wissen, was ich meine. Also Converis jetzt von Thomson Reuters, Pure von Elsevier, FactScience von Culeo, diese Art Systeme. Und das ist etwas anderes, das ist ein anderer Claim. Und wenn Sie jetzt im Kopf haben, naja gut, ist es doch irgendwie, ich meine, wenn ich sozusagen die Sachen aus einer Institution habe, ist das ja einfach nur eine Teilmenge aus den alten Datenbanken. Nein, ist es eben nicht, weil wenn wir zum Beispiel tiefer reinschauen können in eine Institution, zum Beispiel detaillierter Rollen von Forschern und weitere Aktivitäten über das Publizieren in Peer-Review-Journals hinaus nachgewiesen haben, ist das ein vollständigerer und tieferer Einblick in die Aktivitäten von Forschern. Das sind typischerweise nicht mehr reine Publikationsdatenbanken. Ja. So, und dann, also zum Beispiel sowas wie Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen oder so, Betreuung von Promotionen, vielleicht sogar Lehrveranstaltungen finden Sie zum Teil in diesen Systemen. So, und dann, um das Ganze noch komplizierter zu machen, auch als Entwicklung, die erst in den letzten 5 Jahren so richtig uns klar geworden ist, haben wir drittens ein Element, dass wir Systeme haben, in denen Forscher Profile haben, die sie individuell ergänzen können, ja, und wo potenziell noch mehr Tiefe drin ist. Dabei denke ich an populäre Dienste wie ResearchGate, die das populärste System sind von dieser Art Facebook for Scientists, oder auch Google Scholar, ja, die sich von den Forschern helfen lassen, indem alle Millionen von Forschern da also kostenlos dann nochmal ihre Profile schön anreichern und sorgen, dass es alles komplett ist. Und das ist nochmal eine andere Art von Vollständigkeit, die da erreicht wird, weil der Witz ist, dass, nehmen Sie zum Beispiel, also hier im Raum, ich weiß es, sind viele Bibliothekarinnen und Bibliothekare, ja. Wenn Sie publizieren, machen Sie das oft halt nicht in klassischen Journals, die in Web of Science oder Scopus drinstehen, sondern in unseren Branchenzeitschriften. Ist ja auch gut so, das ist unsere Publikationskultur, so. Und diese Veröffentlichungen werden Sie in so einem Dienst wie ResearchGate einfach in Ihrem Profil ergänzen. Das sagt dann mehr über Sie aus, das ist gut. Das ist richtig, ja. Und das würde in traditionellen Systemen fehlen. Und auf der anderen Seite, die Art von Vollständigkeitsanspruch, die wir bei den klassischen
bibliografischen Datenbanken haben, haben wir dort nicht. Google Scholar macht zum Beispiel keinen Claim darüber, sagt nichts darüber aus, welche Quellen dort genau enthalten sind. Ja? Es ist unheimlich viel, das weiß man, das ist inzwischen relativ gut erforscht, das ist ein großer Index, aber was genau drin ist, weiß niemand. Und noch krasser natürlich bei ResearchGate und solchen Diensten oder Mendeley oder so, auch die sind groß, offensichtlich, ja? Aber es kann dort prinzipgemäß nicht den Claim geben, wir decken die und die Publisher oder Journals oder Fächer gar vollständig ab. Das ist nicht in der Natur dieser Sachen drin. Und auch nicht, und naturgemäß übrigens können diese Systeme auch nicht Institutionen vollständig abdecken, weil wenn sie den Forschern erlauben, sich individuellen Profil anzulegen, dann ist das eben freiwillig und kann ja daher auch nicht vollständig sein, ne? Wäre höchstens ein großer Zufall. So, und viertens gibt es jetzt natürlich die Sache, wenn ich viele Informationsquellen habe, und das deutet sich hier schon an in dieser Grafik, dann möchte ich möglicherweise Daten nachnutzen können. Also ich möchte sie einfach harvesten und im großen Stil zusammenführen und damit irgendetwas anderes machen. Ja? Das fängt an bei einem einfachen Reporting von einem Förderer. Aber das können ja auch andere Anwendungen sein, die vielleicht neue Dinge, Zusammenhänge entdeckbar machen. Setzt aber die freie Nachnutzbarkeit der Daten voraus. Das ist wiederum ein Feature, was meistens den integrierten Forschungsinformationssystemen abgeht, einfach weil die Institutionen, die diese Systeme einsetzen, das gar nicht auf dem Radar haben, dass es ein interessantes Kriterium ist. Oder wenn Sie irgendein integriertes Forschungsinformationssystem kennen, was explizit zu seinen Daten sagt, die stehen unter der Lizenz XY, zeigen Sie mir es bitte, würde mich wirklich interessieren. Ich habe bisher noch keins gesehen. Und bei diesen großen neuen Klötzen wie Google Scholar oder ResearchGate, die sitzen natürlich auf ihren Daten. Ja? Ich habe neulich vor ein paar Tagen eine Unterhaltung gehabt mit einem gestandenen Postdoc-wissenschaftlichen Mitarbeiter von der Universität. Der sagte mir, ja, dieses Thema Open Access und so, ich weiß, aber das ist ja jetzt alles gelöst, weil es gibt ja ResearchGate. Ja? So sehen die das teilweise. Also und Irrtum, also selbst die Metadaten, da sitzt ResearchGate drauf. Ja? So, und jetzt sage ich, vielleicht finden Sie es ja eine Vereinfachung, dann widersprechen Sie mir, aber ich glaube, das ist so ein Dilemma. Es gibt diese vier Sachen und jetzt heißt es immer Take Two. Ja? Sie werden kaum ein System haben, das zumindest nicht alle vier, vielleicht knapp drei von diesen Kriterien erfüllt. Das ist ein Dilemma. Und das ist jetzt nicht neu von mir ausgedacht. Wir haben das in unserer Präsentation, die ich mit Kollegen gemacht habe für die CRIS-Konferenz von der Eurocris-Gruppe, haben wir das so ähnlich entwickelt. Und ja, das wollte ich Ihnen vorstellen. Jetzt nochmal zunächst mal gewürdigt, warum trotz dieser neuen Kompliziertheit die integrierten Forschungsinformationssysteme etwas sind, worauf wir keinesfalls mehr verzichten sollten, ja, sondern was weitergehen muss, dass Institutionen das adaptieren und so weiter. Und ich verweise hier auf den Wikipedia-Artikel über das Thema. Bevor jetzt jemand von Ihnen das nachguckt und sagt, hahaha, das hat der Herr Heller ja alles fast selbst geschrieben oder so. Ja, ich gebe es zu, okay, ich habe diesen Artikel selbst geschrieben, aber das macht ja nichts. Es ist halt irgendwie eine Definition, die ich vorgeschlagen habe. Wenn Sie die für falsch halten, ist ja die Wikipedia, können Sie es ja dort kommentieren oder ändern oder so. Aber man muss ja mal irgendwo anfangen, die Sachen zu definieren. Apropos definieren, ich sage hier jetzt Forschungsinformationssysteme, auch als Titel des Wikipedia-Artikels. Ich weiß nicht, Regine Tobias könnte darüber wahrscheinlich mehr sagen, aber es gibt diesen Begriff integriertes Forschungsinformationssystem. Vielleicht ist das genauer, wenn wir das verwenden, den Begriff, um das ein bisschen abzugrenzen. Aber naja, kommen wir vielleicht noch gleich nochmal drauf. Also okay, gut, was erstmal auffällt offensichtlich, ja, wir haben, das sind im Prinzip Nachweissysteme, die irgendwie auf einer institutionellen oder auf einer nationalen Ebene sind. Letzteres ist in Deutschland so gut wie undenkbar, weil wir dieses extrem dezentrale, föderale Forschungssystem haben, for good or bad, ja, das ist einfach so, das ist unsere Umgebung. In einigen skandinavischen Ländern und osteuropäischen Ländern finden Sie Forschungsinformationssysteme, die tatsächlich den Claim haben, national alles abzudecken. Ja. Und Sie haben, das ist jetzt meine Behauptung, ich glaube, dass für fast alle diese integrierten Forschungsinformationssysteme der Ausgangspunkt und das Interesse das Reporting ist. Ja.
Also, das kommt immer, und das ist, ich will das ja gar nicht irgendwie diffamieren oder so, aber auf diese Idee, das mal komplett abzudecken, was an einer Institution passiert, ja, alle Aktivitäten und auch den temporalen Aspekt, wer wann was gemacht hat an der Institution, darauf kommt man, wenn man halt Forschungscontrolling machen will. Ja. Und das hat natürlich bestimmte Konsequenzen. Also der Fokus liegt dann meist auf sowas wie das Modul oder der Teil Business Intelligence oder so, ja, also Reporting, wie kann man möglichst einfach Kennzahlen produzieren und so weiter und so fort. Ich betone das hier nur deshalb, weil das natürlich ein anderes Interesse ist und das dann auch divergieren kann von dem, was Forscher möglicherweise interessiert. Also ich war zum Beispiel baff, als ich mir jetzt vor ein paar Monaten mal genauer erklärt habe, wie das Reporting innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft funktioniert. Die TIB ist Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und erfahren habe, dass wir zwar immer bienenfleißig an der TIB Jahr für Jahr ganz genau die bibliografischen Daten von allen unseren Vorträgen und Publikationen sammeln, dann aber an die, also ich will jetzt hier niemanden denunzieren, deswegen kritisiere ich auch uns selbst, ja, das ist immer einfacher, aber was wir dann weiter vermitteln an die WGL und was da gezählt wird, ist eine Zahl, ja. Also 7 so und so Publikationen im Jahr so und so. Also es ist drollig, oder? Naja, und das ist normalerweise das, was ein Recherchierender, ja, aus welchem Interesse auch immer kommt, ja, sei es jetzt ein Journalist, sei es ein Mitglied der großen Öffentlichkeit dieser Gesellschaft oder sei es ein Forscher, natürlich nicht so interessiert diese Zahl, ja, sondern der interessiert sich ja für den Inhalt. Also der will ja eher, also so eine Person will dann ja eher wissen, ja, wo findet denn die Forschung XY statt oder was läuft da gerade so. Gut, integrierte Forschungsinformationssysteme, sie arbeiten immer mit etwas jenseits von Dublin Core, nämlich einem XML-Standard namens Cerif. Den gibt es seit vielen Jahren, der ist immer straight weiterentwickelt worden von der Eurocris-Gruppe. Das ist eine große Errungenschaft, dass es das so lange gibt und dass das so ein durchgesetzter Standard ist. Sie finden also in diesem System, die ich anfangs erwähnte, immer Cerif XML-Datensätze und meistens proprietäre Erweiterungen dazu. Der Gedanke ist natürlich, dass damit in gewisser Weise die Daten transportierfähig werden. Ja, Sie können natürlich einen Auszug machen aus der Datenbank und in ein anderes System wieder reinstecken oder so. Klar. Und weltweit führend, das habe ich gesagt, sind proprietäre Lösungen. Das sind alles innovative Produkte, die dann von wissenschaftlichen Großverlagen aufgekauft worden sind, allesamt. Ja. Also Digital Science macht Symplectic Elements. Die sind jetzt, also oder was heißt die? Nein, also nicht die sind jetzt, sondern die gehören zu Macmillan Publishers. Ja, Thomson Reuters hat Converis Elsevier eben Pure aufgekauft, genau. Und nochmal betont, ja, die Chance, die da drin steckt und also geradezu unverzichtbar, die es unverzichtbar macht, ist, dass wenn man Daten, also Publikationsdaten aus, oder andere Daten aus solchen Datenbanken hat, die sind authentisch insofern, dass sie von einer Institution kommen, an der die jeweiligen Forscher, die da etwas hervorgebracht haben, arbeiten. Sie haben diesen Anspruch von Vollständigkeit und sie könnten frei verfügbar sein. Das Risiko ist ein Cloud-Vendor-Login, ja, mal ganz klassisch BWL-mäßig ausgedrückt. Denn die Anbieter dieser Systeme regen ihre Kunden dazu an, Daten zu produzieren. Das ist ja alles Arbeit, was an diesen Forschungseinrichtungen, Hochschulen und so weiter stattfindet, diese Daten einzupflegen und so weiter. Das klang schon an im ersten Vortrag hier. Und diese Arbeit soll geleistet werden durch für letzten Endes Anwendungen, in denen Daten aus verschiedenen Institutionen zusammengeführt werden, weil da wird es interessant, die in bestimmten sich in bestimmten proprietären Cloud-Anwendungen der jeweiligen Anbieter abspielen. Ja. Machen Sie es sich klar, das ist eigentlich das Konzept. Also Sie erstellen Daten, die auf der einen Seite grundsätzlich, soweit das Cerif standardmäßige Daten sind, sich zwar exportieren und anderswo wieder importieren lassen, ja, die aber so zusammengesetzt sind, dass sie letzten Endes auch in diesen proprietären Cloud-Anwendungen Verwendung finden.
betrachte ich als ein Risiko und ein mögliches Problem. Also wenn Sie sich die Geschichte der Bibliothekssysteme anschauen, viele von Ihnen werden das ungefähr kennen, wissen Sie, wohin das führen kann. Wir haben im Moment diesen Titanenkampf, dass dieser Markt noch relativ jung und frisch ist, dass viel Innovation, Sachen passieren oder so, und das kann sehr schnell sich ändern, wenn Sie kommerzielle Anbieter haben, die diesen Markt dominieren und denen sowieso alles gehört, ja, und die sich keine Mühe mehr geben müssen, behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist ein reelles Risiko für dieses ganze System. Behaupte ich jetzt mal so. Ja. Und jetzt mal normativ dagegen gesetzt, mal drei Thesen von mir. Ich würde sagen, dass von öffentlichen Institutionen gepflegte Forschungsinformationen im Web zur Verfügung gestellt werden sollten. Und damit meine ich, dass die in einer Art und Weise zur Verfügung gestellt werden, dass sie eben nicht nur in so einer proprietären Cloud-Lösung wie Skywell oder Skywell Experts oder so oder Scopus oder Web of Science, wie immer sich das nennt, zur Verfügung stehen, sondern von allen, die einen Internetzugang haben, über Standard-Web-Methoden, also zum Beispiel über APIs oder über einen Browser, genommen werden können, um damit irgendetwas zu machen. Ja? Also wirklich Oldschool-Web. Und ich denke, dass man das wirklich ableiten kann aus der öffentlichen Finanzierung von Forschungseinrichtungen, dass es so sein sollte, dass der Umgang mit Metadaten so sein sollte, dass solche Informationen zumindest auch im öffentlichen Web zur Verfügung gestellt werden sollten. Ja, wie gesagt. Und optimal würde ich es halten, wenn, ich muss mich beeilen, dass tatsächlich, was wir bei den integrierten Forschungsinformationssystemen, soweit ich das übersehe, bisher kaum haben, dass diese Informationen, also die Metadaten, ja, diese wertvollen Metadaten, wirklich unter Open-Data-Lizenzen gestellt werden und dass es persistente Links für alles darin gibt, ja, dass Vokabulare und Ontologien nachgenutzt werden und so weiter. Ich will jetzt ganz kurz eingehen auf das, warum wir denken, dass Vivo die Probleme, die ich hier angesprochen habe, lösen helfen könnte. Vivo ist zunächst mal eine Reihe von Ontologien, in denen man also Dinge benennen kann. Zum Beispiel könnte man einen Link machen für ein Department einer Universität oder so, und andere könnten darauf verlinken, und wenn man das dann im Browser öffnet, ergibt sich vielleicht eine Liste der Personen, die da arbeiten, oder der Publikationen, die da entstanden sind. Aber eine Maschine könnte auch darauf zugreifen und könnte vielleicht strukturierte Informationen aus diesem Link ziehen. Ja. Diese Art Umgang mit Informationen, also sehr weborientiert. Es ist zugleich aber auch eine Open-Source-Software. Also es gibt die Software Vivo und es gibt das Datenmodell Vivo, kann man vielleicht grob so einteilen. Und Alexander Wagner hatte die schöne Bemerkung gemacht zu Join 2, dass sie das deshalb angefangen haben, weil sie zukunftssicher sein wollen, und das schließe aus, dass man kommerzielle Software verwendet oder etwas, was man nur man selbst als Eigenentwicklung macht. Ja? Hat er so lapidar gesagt. Sehr interessant, wenn man das als Rasiermesserscheide nimmt, dann muss man halt sowas machen wie Join 2 oder dann muss man sowas machen wie die UB Bielefeld mit so einer kooperativen Softwareentwicklung von freier Software zusammen mit anderen. Oder eben Vivo. Ja, es ist ein Konsortium von Bibliotheken weltweit, die halt eine freie Software machen, um dieses Problem Forschungsinformationssystem für sich zu lösen. Die meisten, die diese Software Vivo einsetzen, benutzen das einfach ganz klassisch als Forschungsinformationssystem für sich selbst, also um Reports zu erstellen, um einen Überblick zu haben, was in ihrer Einrichtung einfach passiert. Ja. Und das ist ursprünglich von der National Science Foundation finanziert, in Cornell entwickelt. Das gehört jetzt zu diesem DuraSpace-Konsortium, in dem auch DSpace als Software gepflegt wird und weiterentwickelt wird. Der Grund, warum Sie davon vielleicht, wahrscheinlich bisher noch nicht so ganz viel gehört haben, ist, dass bisher Vivo, die Software Vivo, dominierend ist im Bereich Life Sciences und im englischsprachigen Raum. In Europa ist es noch nicht so populär, dieser Ansatz. Und was man ganz interessant beobachten kann, also jetzt gerade im Sommer war wieder die Vivo-Konferenz, die ich besuchen durfte, was man gesehen hat, wenn man sich die Sponsorenliste anguckt, wobei, ja gut, das ist, spielt sich nicht so in Europa ab bisher, aber dass da solche Firmen wie
Thomson Reuters oder Elsevier als Sponsoren auftreten und auch zeigen wollen, dass sie auch dort mithalten können. Ja? Das ist ganz wichtig, das zu verstehen. Also was ich hier sage, sind nicht zwei Welten, die sich ausschließen. Also entweder sie nehmen die dunkle Seite der Macht, das integrierte Forschungsinformationssystem proprietär oder Vivo, das ist nicht der Punkt, sondern die sagen, ja okay, wir bieten euch eine total gute, in sich geschlossene, bequeme Lösung, also sagen jetzt so Reuters und Thomson Reuters und Elsevier, aber ihr könnt gleichzeitig das Vivo-Datenmodell auch bedienen. Ja? Ihr könnt sozusagen eure Daten gemäß dem Vivo-Datenmodell ins Web stellen. Das machen die deshalb, weil es halt Konsortien gibt in den USA zum Beispiel, die das recht aktiv machen und die dann diese Daten harvesten, zusammenführen und damit schöne Dinge tun und die dafür das Vivo, diese Vivo-Ontologien benutzen. So, das zeigt übrigens auch, dass es immer so eine politische Frage ist. Ja? Wenn Sie alle mit Ihrem integrierten Forschungsinformationssystem zu Ihrem Anbieter hingehen und sagen, ach übrigens, hier bitte im nächsten Release auch Vivo unterstützen, dann machen die das natürlich, weil die bekommen ja das Geld von Ihnen. Ja? Also es hängt einfach nur davon ab, was wir wollen. Und ja, hier ist nochmal ein Screenshot, wie zum Beispiel so eine, das kann man jetzt vielleicht undeutlich erkennen, aber das ist halt der knappen Zeit geschuldet, mal so ganz kurz nur, wie so eine Visualisierung dann in Vivo aussieht. Die machen sowas, das ist so ein Visualisierungstyp. Es gibt natürlich diese visuellen Co-Autorschaftsgraphen oder so, kennt man auch aus anderen Forschungsinformationssystemen. Hier haben sie eine Visualisierung, wo so eine Map of Science gemacht wird, wo man so, so eine Art Landkarte der Themen eines Forschungsinstituts hat. Ja, ja okay, also nur mal so gezeigt. Ja. Gut, was machen wir mit Vivo? Ganz kurz abschließend noch, aber dann will ich auch zum Ende kommen von meinem Vortrag. Also wir denken halt, dass es erstmal wichtig ist, das zu tun, was ich hier gerade mache, nämlich überhaupt mal ins Gespräch darüber zu kommen, was ist dieser Ansatz, was ist das Interessante darin, warum sollte man da anfangen. Wir haben jetzt zweimal, einmal bei SWIP, bei der Semantic Web and Libraries, einmal bei der ILAC Conference in Bath, so Hands-on-Workshops gemacht, wo unser Entwickler Gabriel Birke ein Vivo-System so weit vorbereitet hat, dass man innerhalb eines Nachmittags das lokal auf dem mitgebrachten Notebook zum Laufen bringen kann und sehen kann, ja, Daten einzupflegen kann man machen, das ist nicht zu kompliziert. Wir haben einen DFG-Antrag gestellt, German Academic Web, wo wir eigentlich die Idee haben, einfach mal alle deutschsprachigen akademischen Websites zu harvesten und zu gucken, wie viel strukturierte Informationen wir da rausziehen können. Das ist so ein bisschen experimentell. Wir haben die Überlegung, vielleicht im Horizon 2020 sowas auch zu beantragen, wenn Sie Lust haben, etwas gemeinsam zu tun oder Ideen haben. Her damit. Und wir bauen natürlich einen lokalen Prototyp jetzt hier. Wir haben also eat your own dog food, sagt man ja immer. Ja, natürlich, wir müssen das erstmal selbst ausprobieren, also mit Publikationsdaten aus der TIB selbst befüllen wir jetzt gerade ein Vivo, was wir in wenigen Monaten auch werden zeigen können. Und wir benutzen Vivo dort auch als Harvester, das heißt, wir nehmen gleich Quellen aus anderen Institutionen, die auch wie wir im Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0 sind, dazu, ja, weil das ist gerade eine Stärke von diesem Linked-Data-Ansatz, dass man relativ leicht Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen kann. Das wollen wir bei der Gelegenheit da auch gleich zeigen. Wir haben, das sei mal als Interner einfach so erzählt, das auch viel mit Studierenden gemacht, ja, weil das ist eine Software, wo man mal grob gesagt nicht 4 Semester Bibliothekswissenschaft studiert haben muss, um Marktdatensätze zu machen, sondern ich behaupte, das Einpflegen von Daten kann man da einfacher haben. Okay, aber ja. Und wir machen, also so, dass unser lokales Umfeld ist vielleicht nochmal interessant. Wir haben in Hannover eben auch die Hochschule Hannover, ist organisatorisch komplett separat von der TIB, ne, hat damit nichts zu tun. Und da gibt es Christian Hauschke, der, glaube ich, nach meinem Wissen im Moment das erste Mal Vivo als lokales Forschungsinformationssystem einer Hochschule in Deutschland vorantreibt. Die sind, glaube ich, auch kurz vor dem Release und so weiter. Ja. Das ist also alles noch ein zartes Pflänzchen, das ist noch relativ neu. Man kann in Deutschland da noch relativ wenig in der Praxis sehen. Wir sind dabei sozusagen. Die Arbeit ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, wenn wir zum Beispiel, also ich will das jetzt auch nicht zu einfach und zu schön erscheinen lassen oder schöner als es ist, jedenfalls nicht. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt die Vivo-Ontologie nehmen, werden Sie schnell feststellen, das ist alles sehr auf US-amerikanische Verhältnisse zugeschnitten. Es reicht auch nicht, bei einer Ontologie das Label Department einfach durch Fakultät zu ersetzen, denn das ist nicht das
das Gleiche. Ja? Das heißt, sie müssen sich inhaltlich Gedanken machen, okay, was für Anpassungen muss ich vornehmen, damit das für mich als deutsche Forschungseinrichtung funktioniert. Aber das sind so die Sachen, das ist so, die Detailebene, auf der wir gerade drauf sind. Ja, soweit mal. Ich hoffe, es ist noch Zeit für Fragen. Ja, wir haben noch genug Zeit für Fragen. Vielen Dank, Lamm. Eine Frage an dich und auch an Herrn Wagner. Wenn ich mich jetzt ganz auf die helle Seite der Macht stellen will, also ich will so ein unheimlich zukunftssicheres, tolles Repository haben, das eine Community trägt. Ich muss aber auch einen Fist machen in meine Einrichtung und will da auch was Gutes machen. Wie kann man jetzt Vivo verbinden mit dem Joint Tools? Wäre das eigentlich die Lösung? Wie kann man Vivo verbinden? Vivo verbinden. Also ich muss jetzt Joint Tool eigentlich Vivo-fähig machen und dann habe ich doch beides. Okay. ja. Kannst du das nicht mal eben beantworten, Alexander? Ja, ist einfach. Also ich meine, unsere Daten exportieren ist jetzt nicht so schlimm. Also man braucht doch nicht vier Semester Bibliothekswesen, um den Marktdatensatz zu erstellen. Aber man kann sie natürlich in diese Ontologie, ich habe mir die nie angeguckt, diese Ontologie. Ja. Aber man kann sich das natürlich überlegen, ob man das dort so macht. Das Wesentliche ist, dass halt eine Schnittstelle da ist, die offen ist. Ein Punkt, warum wir die Regel genommen haben, ist, dass man irgendwie ziemlich gut einfach von der Seite anquatschen kann und sagen, nee, mal. Also es hat relativ viele Schnittstellen, das heißt, wenn man Lambda leisten kann und mir sagt, welches Format er gerne hätte, dann haben wir eine Fleißaufgabe. Was ist bei ihr was? Weil der Punkt ist, glaube ich, das klang so am Rande an, es reicht halt nicht, die Partner durch Fakultät zu ersetzen. Das muss man sich genau überlegen und das ist nicht so ganz trivial an der Stelle. Ne? Also bei uns gibt es zum Beispiel eine ziemlich lange Geschichte darüber, wie heißen denn die Dinge. Wir haben uns irgendwann mal darauf geeinigt, das heißt mal Institut und das meint dann irgendwas Personenartiges, um jetzt die Hierarchie auszuexplizieren. Wir haben uns mal geeinigt, alles was irgendwie geldartig ist, nennen wir Grant, so ganz abstrakt. Aber im Detail ist es dann auch für jede Einrichtung ein bisschen anders. Ne? Man muss dann gucken, wie heißt das denn im GSI-Sprech? Wir haben keine Institute, da heißt es halt eine Gruppe und sowas. Diese Sachen muss man sich überlegen, aber im Prinzip könnte man sowas wohl bauen. Ich meine, also Vivo bringt ja so eine Reihe von Standard-Importern mit, wo man so vieles, was so die klassischen bibliografischen Geschichten sind, einfach übernehmen kann oder so. Komplizierter wird es bei bestimmten Verknüpfungstypen zwischen Personen und Publikationen wieder. Das ist vielleicht dann zum Teil nicht ganz so trivial. Und ja, also sagen wir mal so, der Ansatz von Vivo ist ja eigentlich, dass man Links wirklich persistent macht, dass man wirklich dafür sorgt, dass immer unter diesem bestimmten Link die Informationen über Forscher XY, auch wenn er dann später vielleicht mal in die Institution wechselt oder so, abrufbar bleiben. Und das ist so ein Commitment, das geht natürlich darüber hinaus, ne, dass man nur einmal Daten konvertiert von Format X in Format Y oder so. Und die Frage ist, ob man sich diese zusätzliche Mühe macht oder diese zusätzliche Arbeit von diesem Link-Data-orientierten Ansatz oder diesem Web-orientierten Ansatz, obwohl man zunächst mal ja eigentlich nur ein Reporting-Tool primär für die eigene Institution will. Also das ist, glaube ich, der Zielkonflikt, über den man sich Gedanken machen muss. So. Ja, und das gesagt, glaube ich, also macht das für mich, also wenn ich das so höre oder lese, was die Bielefelder Kollegen machen und was mit Invenio gemacht wird, macht extrem viel Sinn. Also ich meine, das ist natürlich klar. Der Punkt ist, glaube ich, dass man gar nicht so weit denken muss, weil letztlich, wenn ich bei uns jetzt ein Bildfläch exportiere, dann ist das ja auch nichts, was ich statisch anliegen kann. Weil der Datensatz kann sich ja ändern, wenn jemand repariert einen Tippfehler im Titel oder schreibt den Abstract dazu. Das heißt, ich muss ja sowieso leicht machen. Das Einzige, was deine Ecke braucht, ist eine URL, die ansprechen kann. Die Leiter ist zum Beispiel stabil. Also darüber könnte man so eine Schnittstelle realisieren. Es muss halt geklärt sein, was wie zusammenhängt. Wir haben für diesen Piloten auch Daten geharvestet von Websites, die überhaupt keine strukturierten Daten anbieten, mit so einer Art Screenscrapping-Methode, dass wir so das aus so einem unstrukturierten HTML rauskratzen. Und dazu hat mir
unser Entwickler Gabriel schon seine Meinung gesagt. Er meinte, wir sollten es lassen, weil das ist einfach unglaublich hässlich und mühselig und geht bei jeder Gelegenheit kaputt. Ja? Ein Relayout der Website und dieser Harvester funktioniert dann nicht mehr und so. Eigentlich sollte man es lassen. Also eigentlich, so als wenn man sich als kleinsten gemeinsamen Nenner darauf einigen könnte, dass die Institutionen, die sowieso schon auf HTML-Seiten Aktivitäten ihrer Forscher darstellen oder so, dass die das in einer strukturierten Form machen und sich mal solche Ansätze wie schema.org oder so anschauen. Ja, also wo man wirklich so ein einfaches semantisches Markup hat, was sich in HTML integrieren kann. Wenn das wirklich viele Forschungseinrichtungen tun würden, dann wäre dieser Ort eine bessere Welt und wir könnten viel, viel mehr machen, ja, ohne diesen bombastischen Aufwand mit RDF-Trippeln vielleicht oder so.